Hallo, wie zeichnet man einen Precedence Graph? Ich kenne das deutsche Wort nicht. Wenn du es kennst, schreib es in die Kommentare. Vielleicht kurz vorweg, was wollen wir damit eigentlich machen? Wir wollen zeigen, dass Transaktionen conflict-serializable sind oder nicht. Kurz zur Notation. R1a heißt, mach eine Leseoperation auf die Spalte a oder den Wert a. Und W1a heißt entsprechend, dass wir eine Schreiboperation machen wollen. Und eine T1 ist eine Transaktion 1. Oder eine Transaktion 2 meinetwegen auch. Das nur kurz zur Notation. Als nächstes die allgemeinen Regeln. So, wir gucken uns zuerst mal die Regeln an, wann wir Pfeile zeichnen müssen. Und zwar immer dann, wenn in einer Transaktion eine Leseoperation stattfindet auf ein Feld und in einer anderen Transaktion eine Schreiboperation auf dasselbe Feld. Oder wenn wir in einer Transaktion eine Schreiboperation haben und darauf eine Schreiboperation in einer anderen Transaktion folgt auf das gleiche Feld. Oder wenn wir erst eine Schreiboperation haben und dann eine Leseoperation. Dabei ist es egal, ob zwischendurch ein Commit kommt oder nicht, und wir gucken dabei immer nach vorne. Was das konkret heißt, gucken wir uns im folgenden Beispiel, in den folgenden drei Beispielen an. So, Beispiel 1. Manchmal sieht das so aus. Ich finde, das ist relativ unübersichtlich. Deswegen schreibe ich mir das meistens dann in so eine Tabelle auf. Man sieht, hier sind die Zahlen weg. Die Zahlen stehen nämlich hier oben für die Transaktion 1 und die Transaktion 2. Und das ist einfach so komplett übernommen. Das erste, was wir zeichnen, sind zwei Knoten für unsere zwei Transaktionen. Und wir arbeiten erstmal auf dem Ding hier unten und schreiben das parallel oben hin. Wir gucken jetzt nach den Regeln eben. Folgt auf diese Leseoperation eine Schreiboperation? Und wir sehen, ja, hier unten, guck mal, da. Da folgt eine Schreiboperation. Deswegen können wir schon mal einen Pfeil schreiben von T1 nach T2. Wir sehen übrigens auch, hier ist eine Leseoperation auf x, Leseoperation auf x in der Transaktion 2. Aber das stört uns nicht, denn wir haben ja in den Regeln eben gelernt, RR gibt es nicht. So, Entschuldigung fürs Springen. So, als nächstes gucken wir uns das hier an, weil das zeitlich das nächste ist. Achso, und wir können natürlich mal hier einen Pfeil ziehen nach hier. So, als nächstes gucken wir uns die Leseoperation auf x an und stellen fest, guck mal hier, da kommt eine Schreiboperation auf x. Das heißt, wir müssen das Ganze auch in die andere Richtung schreiben. Wir können also dann auch hier einen Pfeil nach da schreiben. So, als nächstes gucken wir uns das Ding hier an. Übrigens, und das ist das, was ich eben gesagt habe, bin nur nach vorne gucken, uns interessiert dieser Weg hier nicht mehr. Sondern uns interessiert nur alles, was abwärts kommt. Wir gucken uns also das Ding hier an und stellen fest, guck mal, nach einer Schreiboperation kommt in der anderen Transaktion eine Schreiboperation. Also, naja, man könnte jetzt einen zweiten Fall schreiben, schreibt man nicht. Es gibt nur einen Fall. Im Grunde können wir jetzt schon an der Stelle sagen, wir sind fertig, weil mehr Pfeile kann es nicht geben, aber der Vollständigkeit halber. Wir sehen also auch, dass dieses Ding hier einen Pfeil nach hier hat. So, als letztes oder als nächstes gucken wir uns das Ding hier an. Die Transaktion 2 macht nichts mit Y, die Transaktion 1 macht was mit Y. Diese Pfeile gibt es nicht. Es ist uns egal, es ist in derselben Transaktion. Und hier, danach kommt ja nichts mehr. Also sind wir fertig. So, wir sehen, es ist hier ein Kreis vorhanden. Also wissen wir, es ist not conflict serializable. So, ich weiß auch nicht, was das auf Deutsch heißt, aber das überlasse ich euch. So, nächstes Beispiel. Diesmal ohne den Kram oben drüber. Ich finde es einfach in der Tabelle wesentlich anschaulicher. Wir fangen einfach schon mal direkt wieder an und machen uns T1, T2 und T3. So, diesmal haben wir sogar ein Commit zwischendurch. So, wir machen genau dasselbe. Wir haben eine Read-Operation A auf A und wir gucken jetzt erstmal, wir können erstmal mit T2 vergleichen. Gibt es hier irgendwo noch ein, guck mal, da gibt es ein Write auf A. Und wir verschieben das mal ein bisschen. Übrigens, es gibt auch das Read auf A, aber das interessiert uns nicht. Siehe Regeln. So. Das ist das Erste, was wir gefunden haben. Wir schreiben also einen Pfeil, der so geht. So, als nächstes gucken wir uns diese Operation an, read b, und wir gucken, ah, guck mal, hier gibt es gar kein b. Wir gucken hier, read b. Hier gibt es ein write b. Jetzt ist hier zwischendurch ein Commit und eigentlich ist die Transaktion ja zu Ende. Aber warum auch immer, ist das uns egal. Der Pfeil muss natürlich von hier kommen. Und wir zeichnen auch einen Pfeil hier und entsprechend einen Pfeil hier. Oh, der war nicht so schön. So, wir gucken uns das nächste an. Read auf a, kein a, kein a, hier ist ein a. Das ist dieselbe Transaktion, interessiert uns nicht. Wir gucken uns das nächste an, C. Read auf C, Read auf C. Ist nur ein Read, interessiert uns nicht. Das nächste ist Write auf B. Und wir sehen hier ein Read auf B. Das heißt, wir können hier einen Pfeil zeichnen. Jetzt haben wir aber hier diesen Pfeil schon eingezeichnet.
Deswegen haben wir hier am Graph selber nichts mehr zu tun. Selbes Spiel übrigens auch hier. Aber wie gesagt, schon eingezeichnet, nichts mehr zu tun. Gut, dann kommt ein Commit, dann sind wir hier, machen hier weiter. Hier gibt es kein B, also ist das uns egal. Wir gucken uns das C an. A, guck mal hier. Ein Read auf C und ein Write auf C. Wir müssen also diesen Pfeil zeichnen. Wir müssen also einen Pfeil zeichnen von 3, ups, nach 2. Und am Ende bleibt nur noch die Transaktion 2. Da ist nichts mehr zu tun. Wir sind also fertig. Das ist unser Graph. Wir haben keinen Kreis, also ist er Conflict Serializable. So, damit sind wir hier fertig. Nächstes Beispiel. Das sieht so aus. Wir fangen wieder an. Transaktion 1, Transaktion 2, Transaktion 3. Und wir starten bei der Read-Operation A. Guck mal, wir haben hier ein Write auf A. Also haben wir hier schon direkt eine Abhängigkeit. Können wir also hier schon einen Pfeil zeichnen. Außerdem haben wir in der Transaktion 3 auch ein Write. Können wir also hier auch schon einen Pfeil zeichnen. Als nächstes gucken wir uns das Read auf B an. Kein B, kein B. Also soweit okay. Ein Write auf A. Hier passiert auch ein Write auf A. Und hier passiert auch ein Write auf A. Das heißt, wir können einen Pfeil nach hier zeichnen und einen Pfeil nach hier zeichnen. Als nächstes gucken wir uns dieses Write auf A an und stellen fest, guck mal, da ist ja auch noch ein Write auf A. Wie gesagt, Commit interessiert uns nicht. Das heißt, ein Pfeilzeichen von T1 nach T3, der ist schon da, müssen wir nichts machen. Wir sehen, hier ist ein Kreis drinne. Das Ding ist also not serial, conflict serializable. So, und das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es ist alles klar geworden. Falls nicht, in die Kommentare. Und auf jeden Fall die Videobeschreibung checken. Wenn ich irgendwelche Updates mache, dann schreibe ich die da rein. Vielen Dank fürs Schauen. Reingehauen.